Ich winke zurück. Hallo Nathalie, du bist die Erste. Ah, Schopfsalat ist auch wieder dabei. Ja, schön. Schönen guten Abend an euch alle. Ton, ja, richtig eingestöpselt. Ich trinke noch einen Schluck. Schön, dass ihr dabei seid. Macht's euch bequem, holt euch noch was zu trinken. Vielleicht auch was zu schreiben. Aber ihr wisst ja, ihr könnt es immer noch mal nachsehen, wenn ich vielleicht doch zu schnell gesprochen habe oder ihr irgendwie abgelenkt wart, weil ihr seid ja auch zu Hause und wahrscheinlich zu Hause. Vielleicht habt ihr aber auch einen Abendjob, wo ihr mal kurz jetzt euch ausklinken könnt. Schön, dass ihr alle da seid. Mein Thema heute ist, wie Banken eigentlich ihr Geld verdienen. Ich bin mir ziemlich sicher, ihr habt schon so ein bisschen eine Ahnung, aber die Banken haben ein ziemliches Potpourri, womit sie Geld verdienen, und ich finde, das ist wichtig, dass ihr wisst, wo eigentlich das Geld der Banken herkommt. Sie jammern ja zurzeit extrem, dass sie durch das Niedrigzinsumfeld, das betonen sie ja immer wieder sehr penetrant, eigentlich die Grundlage für ihr Geschäftsmodell entfallen ist. Die Leute, die sich im Bankensystem auskennen, sagen, ja, ist schon so, ist aber nur ein Teil neben ganz vielen anderen. Und die Banken haben sich ganz viel dieser Ertragsschwäche selber zuzuschreiben. Hallo Books and Eats. Ja, kann ich jetzt auch nichts für. Ihr könnt es ja nachschauen, ne? Entscheidet euch selber, wo ihr euch draufklingt auf die Live-Geschichten. Also, Banken haben ja die Aufgabe, zumindest hatten sie früher mal die Aufgabe, tatsächlich Geld zu makeln, Kredite zu vergeben und Risiken zu übernehmen. Heute ist die Bankenwelt, sagen wir die alte Bankenwelt, ich rede jetzt erstmal nicht von den Fintechs, die alte Bankenwelt so sehr, ja, wie soll man sagen, jetzt fällt mir das Wort nicht ein, was ich eigentlich benutzen wollte, degeneriert. Genau, sie sind so degeneriert, dass sie quasi selber von sich aus Risiken ins System gebracht haben. Stichwort Finanzkrise. Hätten die Banken tatsächlich sich auf ihre ureigenen Geschäfte beschränkt, hätten wir gar keine Finanzkrise gesehen. Ne? Das System ist sehr aus den Fugen geraten, okay? Perfektionista, no Perfektionista schreibt, meine Bank will Gebühren dafür, dass sie mir sagen, was ich bei einer Umschuldung an Gebühren zahlen muss. Ja. Es ist frech, da hast du völlig recht. Und es ist, daran sieht man, dass sie versuchen, überall Geld tatsächlich zu verdienen, weil ihnen bestimmte Dinge weggebrochen sind. Das ist gut. Ja, okay. Ja, Books and Deeds. Okay, fein, dann passt es ja. Also, wenn ihr, es gibt zwei große Komponenten, worüber Banken Geld verdienen. Non-Perfektionista hat eine angesprochen, Gebühren. Das ist die Provisionsebene. Damit verdienen die Banken nicht ihr Hauptgeld. Die Banken verdienen tatsächlich ihr Hauptgeld über Zinserträge, zumindest die meisten Banken. Vielleicht kleinere Banken mehr mit Provisionen, aber die meisten Banken verdienen ihr Hauptgeld mit Zinserträgen. Und da gibt es im Grunde, was habe ich ausgemacht, vier große quasi Quellen. Das sind wir Privatleute, ne? Das sind Unternehmen, an denen sie Zinsen verdienen, Kommunen und Staaten zum Beispiel und auch auf Eigengeschäften. Und zwar möchte ich das euch mal kurz auseinanderklamüsern. Also Zinserträge sind das. Das bekommen sie durch Verleihen und Leihen von Geld. Banken leihen sich ja bei der Zentralbank, also das ist ja die Europäische Zentralbank für den Euroraum, tatsächlich Zentralbankgeld und geben das an uns weiter, indem sie uns Hypothekenkredite geben oder Konsumkredite oder Dispokredite, wo sie von uns Zinsen bekommen. Beim Dispo hatte ich ja schon angesprochen, sind es manchmal bis zu 12%, obwohl sie zurzeit das Geld gratis von der Europäischen Zentralbank bekommen. Bei Hypotheken sind es mittlerweile unter 1%, bei Konsumentenkrediten ja zwischen 4 und 3%. Das heißt, die Banken benutzen auch nur einen ganz geringen Teil des Zentralbankgeldes, um uns weiter Kredite zu geben. Das ist der Geldschöpfungsprozess, auf den ich jetzt nicht eingehe, aber der sichert auf jeden Fall den Banken hohe Erträge und zwar immer noch. Das ist so für das Verleihen von Geld. Die Banken selber leihen sich aber auch, danke für die Herzchen,
Die Banken leihen sich aber auch bei anderen Banken ganz viel Geld. Na? Sie leihen sich auch bei uns quasi Geld. Wenn wir unser Geld auf Tagesgeldkonten oder Festgeld legen, bekommen wir ja auch Zinsen. Das ist zwar jetzt wirklich, kann man kaum noch der Rede, das ist ja nicht mehr der Rede wert, aber damit haben sie auch Zinsaufwendungen. Sie bekommen also Zinsen und sie haben auch teilweise Zinsaufwendungen. Das sind also die Privaten, das geht an uns. Dann verdienen die Banken natürlich auch daran, dass sie anderen Banken Geld leihen. Logisch, ne? Ihr könnt euch an die Finanzkrise erinnern, da hieß es, die Märkte sind eingefroren. Was war passiert? Die Banken haben sich untereinander kein Geld mehr geliehen. Aber keine Bank hat so viel Geld, dass sie alles das Geld, was sie tatsächlich braucht für ihre Geschäfte, selber hat. Deshalb muss sie sich woanders Geld leihen und das macht sie auch bei anderen Banken, die eben gerade was überschüssig haben. Aber in der Finanzkrise waren alle so schockiert und haben gedacht, ich kriege mein Geld nicht wieder. Also haben sie sich gegenseitig kein Geld mehr geliehen. Das war dramatisch, deshalb ist die Europäische Zentralbank damals eingesprungen und hat die Märkte wirklich mit Milliarden an neuem Geld geflutet, an neuem Buchgeld geflutet, nicht Cash, also nicht Bargeld, damit die Banken ihre Geschäfte weiter betreiben können. Also Banken untereinander leihen sich Geld, da zahlen die Banken dafür, aber sie bekommen auch, ne, Zinserträge. Eine andere Quelle sind natürlich Unternehmen, ganz klar. Wenn eine Siemens Geld braucht, und sie zur Commerzbank geht oder zur Deutschen Bank und sagt, hier, ich brauche von euch eine Kreditlinie zum Beispiel, wo ich immer darauf zugreifen kann, über was weiß ich, 500.000 zu einem Zins von was weiß ich, 2, 3%. Ich weiß nicht, wie hoch der Zins ist, muss ich wirklich sagen, aber das ist auch ein Zins. Oder wenn ein Unternehmen Kredit braucht, ne, eine SAP braucht mal, was weiß ich, 300.000. Die brauchen wahrscheinlich ein bisschen mehr, aber 300.000, dann zahlen sie dafür an die Bank natürlich einen Zins. Einen Zinsertrag. Dann bekommen die Banken natürlich auch, oder Kommunen, wenn unsere Kommunen Geld brauchen, ne, geht auch ganz viel über Kredit. Wenn schlechtes Beispiel vielleicht, aber hier im Norden, wenn Reeder Schiffe bauen wollen, dann lief das alles über ganz, also fast ausschließlich über Kredite. Die Reeder haben kaum eigenes Geld in diese Projekte gesteckt und deshalb geht es ja, sind auch die Privatanleger teilweise so heftig auch und die Banken auch so heftig unter die Räder gekommen mit diesen Schiffsbeteiligungen, weil dort hauptsächlich das Geld herkam. Okay, also an die Unternehmen, Kommunen verleihen die Banken ihr Geld und kriegen dadurch Zinsen und dann verdienen sie natürlich auch noch an Zinsen aus Anleihen. Staatsanleihen kennt ihr, ne? Wenn die Bundesrepublik Deutschland Geld bei uns Bürgern, bei anderen Staaten, bei Unternehmen aufnimmt, geht das über Staatsanleihen. Und Banken, große Banken halten quasi als Sicherheiten ganz viele dieser Staatsanleihen oder auch Unternehmensanleihen, ne? Eine SAP gibt auch mal eine Anleihe heraus. Hallo. Und da bekommen die Banken natürlich auch Zinsen, weil der Staat sagt, okay, ich gebe dir 1% dafür, dass du, liebe Bank, mir diese Anleihe abkaufst. Und das geht dann auf die Bankbilanz. Ich weiß, ihr könnt jetzt sagen, oh, auf Staatsanleihen gibt es ja auch kaum Geld. Das stimmt, aber vom Prinzip her, na, da kommt auch Geld, Zinserträge rein. Dann machen die Banken auch noch mit anderen Banken so Swap-Geschäfte, Tauschgeschäfte, wo man Zinsen tauscht. Auch da fließen so einige Zinserträge rein. Und dann gibt es natürlich noch diese Finanzkonstrukte, diese Finanzinnovationen, wie die Banken das meiner Meinung nach ziemlich beschönigend bezeichnen. Für diese Finanzinnovationen, die mit denen sie unter anderem die Finanzkrise verursacht haben, nehmen sie so Kredite, packen die zusammen zu einem neuen Produkt und verkaufen die an andere Banken weiter und bekommen dafür auch Zinsen, vielleicht auch Provisionen. Da bin ich mir gar nicht so sicher, ob das Zinsen sind. Ich glaube aber, es ist eine Form von Zins, den sie bekommen dafür. Also, das sind die Zinserträge, die wichtigsten Zinserträge für eine Bank. Habe ich noch was? Genau. Und dann kommen die Provisionen. Die Provisionen
Das sind, kann man auch wieder so aufschlüsseln. Unternehmen, privat und der Eigenhandel. Der Eigenhandel kommt natürlich auch noch dazu bei den Banken. Wenn die Banken Aktienpakete selber halten von anderen Unternehmen, bekommen sie natürlich die Dividenden. Na, ist klar, das fließt alles mit in die Zinserträge ein. Bei den Provisionen ist es so, dass das quasi ja, wie so eine Gebühr ist, so eine Beratungsgebühr, die Sie denjenigen, den Sie beraten, tatsächlich in Rechnung stellen. Wenn Sie zum Beispiel den Staat begleiten, Anleihen unters Volk zu bringen, kriegen Sie eine Gebühr dafür. Oder wenn Sie eben das beraten, wenn Sie helfen, Verträge mitzuschreiben, festzumachen, da fließen auch Provisionen. Dann bei uns Privaten, klar, ne? Wenn eine Bank, Banken beraten uns ja nicht wirklich, die verkaufen ihre Produkte. Wenn die Sparkassen an euch eine Riester-Rente verkaufen, die Deka, das ist die Fondsgesellschaft der Sparkassen, die Deka Bank, dieses Produkt geschnürt hat, die Riester, das Riester-Produkt geschnürt hat und das über die Sparkasse an euch verkauft, kriegt die Sparkasse von der Deka eine Provision, die aber wir bezahlen. Verklausuliert und wenn ihr nicht fragt, dann wisst ihr auch nicht, wie viel das ist, weil die Sparkasse muss euch das nicht sagen. Sie muss es euch erst sagen, wenn ihr aktiv nachfragt. Diese Provision steckt sich die Sparkasse ein und deshalb verkauft sie euch das Produkt. Nicht, weil das Produkt so super toll ist für euch, sondern weil sie dafür eine hohe Provision von der Deka bzw. von euch bekommt, geschleust über die Deka. Ne? Ihr bezahlt das, nicht die Deka. Ihr bezahlt das. Genauso, wenn ihr zum Beispiel umschuldet und ich bleib mal bei der Sparkasse. Bei der Sparkasse sagt, ich möchte mein Dispo umschulden und dann will sich die Sparkasse rückversichern und will von euch eine Rückversicherung, eine Ausfallversicherung auch noch unterschrieben haben. Dann verdient sie auch eine Provision an dieser Ausfallversicherung, die sie euch verkauft, womit sie sich selber absichert. Völlig beklopptes Produkt aus meiner Sicht. Und es ist eine Frechheit, dass überhaupt so ein Produkt verkauft werden darf, denn der Zins ist ja quasi schon das Abgelten des Risikos, dass eventuell das Geld auch nicht zurückkommt. Ne? Stichwort: Zins ist der Preis des Risikos, dass mein verliehenes Geld vielleicht nicht wiederkommt. Okay? Deshalb nie irgendwas bei der Bank unterschreiben mit dieser Ausfallversicherung. Mir fällt der Name gerade nicht ein. Aber der kommt mir schon. Auf jeden Fall diese Ausfallversicherung. Irgendwie fällt mir gerade der Name nicht ein. Ich gebe ihn noch nach. Okay, also das sind die Privaten. Was die Banken jetzt auch angefangen haben, ganz groß zu verkaufen, sind Zertifikate an Privatanleger. Weil an Zertifikaten verdienen sie auch Provisionen. Restschuldversicherung. Danke. Danke. Danke, Books and Eats. Das ist die Restschuldversicherung. Bitte unterschreibt keine Restschuldversicherungen, denn damit sichern sich die Banken selber ab und nicht ihr werdet abgesichert. Das müsst ihr echt verstehen. Und die sind super teuer und sie helfen euch überhaupt nicht. Und die Banken müssen euch den Kredit auch ohne eine Restschuldversicherung verkaufen. Das ist ein freiwilliges Produkt. Ne? Achtet darauf. Okay. Leo Karl schreibt, verstehe ich nicht ganz. Könnten Sie das noch einmal wiederholen? Da müsstest du mir noch mal schreiben, was du nicht ganz verstehst, weil ich bin jetzt schon wahrscheinlich etwas weiter. Okay? Also, Zertifikate. Die Banken verkaufen verstärkt Zertifikate an Privatanleger. Zertifikate sind kein Produkt für Privatanleger. Lasst euch das nicht aufschwatzen. Wenn euch jemand ein Zertifikat verkaufen will und er oder sie beschreibt euch das und ihr könnt es nach einer Viertelstunde nicht wiederholen und nicht genau sagen, was das für ein Produkt ist, dann darf das nicht auf euer Depot. Zertifikate haben ein ganz großes Ausfallrisiko. Das ist ein Profi-Anlageprodukt und nichts für Privatanleger. Da müsst ihr euch schon super eingelesen haben. Da müsst ihr schon wirklich länger in den Märkten unterwegs gewesen sein. Müsst euch mit Aktien auskennen, mit Anleihen, wie Unternehmen, wie Banken arbeiten. Sonst bitte, bitte Finger weg. Okay? Oh, kommen Irrwitte. Okay. Ja, genau. Auf Verlangen könnt ihr das rausnehmen lassen. Schellenberger Sandra gibt noch einen Hinweis. Ja, das ist richtig.
Ja, aber interessant, dass man das nachträglich auch rausnehmen kann. Ich weiß, dass es eine freiwillige Leistung ist und dass man sich dann mit den Banken ganz schön rumstreiten kann. Kostet auch Geld. Ja, na klar. Resttodversicherungen kosten wahnsinnig viel Geld. Die treiben die Kreditkosten ganz stark nach oben. So, Nikolas Erol ausgeben, wenn der beansprucht ein gewisses Nettoeinkommen hat. Ja, auch das. Okay, also Finger weg von Zertifikaten, da war ich noch mal. Natürlich auch Privatanleger, wenn wir ein Depot haben, ne? Depotkosten, wenn wir ETFs kaufen, wenn wir Aktien kaufen, da werden ja immer irgendwie Gebühren fällig, ne? Verwaltungsgebühren, wenn die Banken auch Fonds auflegen und so weiter. Ne? Daran verdienen die auch immer mit, immer kleine Provisionen, Gebühren, Verwaltungsgebühren. Auch so finanziert sich die Bank, vor allen Dingen die INDiBA finanziert sich so, das ist ihr Hauptgeschäft, ne? Und dann, was machen die Banken natürlich auch noch im Provisionsgeschäft? Sie spekulieren. Sie spekulieren mit Rohstoffen, mit Zertifikaten, mit Derivaten, mit alternativen Investmentprodukten und mit Gold, mit Öl. Sie gehen auch manchmal Geschäfte mit Diktatoren ein, leihen denen Geld. Also das bringt den Banken teilweise auch ganz hohe Erträge ein, wird aber in den Bilanzen so nicht ausgewiesen. Also ihr seht in den Bilanzen, was ich euch jetzt erzählt habe, seht ihr nur zum Teil. In der Bilanz seht ihr sowieso nicht. Wenn ihr euch das mal anschauen wollt, dann geht in einen Geschäftsbericht einer Bank und guckt in die Gewinn- und Verlustrechnung, in die G&V. In der Gewinn- und Verlustrechnung werden alle Erträge und Aufwendungen des Jahres aufgelistet. Leider nicht detailliert, sondern so nur so in groben Begriffen. Und ich habe hier mal die G&V der HSH Nordbank. Gut, das seht ihr hier nicht so super, weil es immer so spiegelverkehrt ist. Aber die HSH Nordbank hat zum Beispiel Zinserträge im Jahr 2003. Ihr wisst, ich bin eine HSH Nordbank-Expertin. Ich habe viele Jahre meines Journalistenlebens über die HSH Nordbank geschrieben. Deshalb habe ich einfach hier mal so ein Stück rausgerupft aus dem Geschäftsbericht. Und da steht zum Beispiel erstens, Zinserträge hat die HSH Nordbank im Jahr 2003 9,4 Milliarden Euro erwirtschaftet, aber hatte Zinsaufwendungen von 8 Milliarden zum Beispiel. Ne? Und dann kommt ein Zinsertrag raus, ein Zinsüberschuss von 1,3 Milliarden 2003. Dann haben sie eben zum Beispiel auch laufende Erträge aus Aktiengeschäften, ne, aus Wertpapieren, das sind Dividenden zum Beispiel. Und sie haben auch Erträge aus Gewinngemeinschaften. Also wenn sie mit anderen Unternehmen, also ja, mit anderen ein gemeinsames Unternehmen haben und dort auch natürlich Erträge rausbekommen. Und dann kommen die Provisionserträge. Und die Provisionserträge machen gerade mal 300 Millionen aus bei der HSH Nordbank in dieser Bilanz 2003. Ne? Das sieht bei anderen Banken anders aus und die HSH Nordbank gibt es ja nicht mehr, die ist ja verkauft worden. Aber das war damals so. Provisionsaufwendungen hatte sie damals 85 Millionen. Banken nehmen ja auch bei anderen Beratungsdienstleistungen in Anspruch und da sind es Provisionserträge von 223 Millionen. Na? Im Gegensatz zu den Zinserträgen von 1, etwa 4 Milliarden. Ne? Da seht ihr mal so den ganz groben Überblick. Also wenn euch das interessiert, ich finde das super spannend, womit Banken ihr Geld verdienen, guckt in die Gewinn- und Verlustrechnung. Okay? Okay, das war's. Womit verdienen Banken ihr Geld? Auf jeden Fall nicht, indem sie nett sind. Und ich finde, sie sollten vor allen Dingen ihr Geld damit verdienen, dass sie uns unterstützen im Umgang mit Geld und es nicht uns aus der Tasche ziehen. Ja, das sind große Summen, das stimmt. Aber die Deutsche Bank zum Beispiel hat noch viel größere Summen, ne? Die HSH Nordbank ist ja noch eine durchaus kleine Bank gewesen. Und jetzt ist sie noch kleiner. Sie ist so, glaube ich, auf ein Drittel jetzt mittlerweile geschrumpft. Wo gibt es die Gewinn- und Verlustrechnung, fragt Captain Sven. Ja, im Geschäftsbericht, ihr könnt ja auf den Seiten auf den Online-Seiten der Banken, meistens in Investor Relations, klickt ihr euch rein. Geht zum Beispiel mal bei der Commerzbank oder Comdirect-Bank auf Investor Relations. Dort sind die Geschäftsberichte aufgelistet, alles online abrufbar. Und im Geschäftsbericht, wenn ihr den aufruft,
schreibt ihr einfach in die Suchfunktion Gewinn- und Verlustrechnung und dann seid ihr schon da. Okay? Genau, wie komme ich an die Berichte? Alles nur online und das ist auch super, weil ihr da nach Stichworten suchen könnt in diesen Berichten. Ja, das ist sehr handlich und sehr einfach zu machen. Und guckt da ruhig mal rein. Ich finde das super interessant, gerade wie auch jetzt so die Verschiebung ist mit den Zinserträgen und mit den Provisionserträgen. Ne? Okay, lasst euch da nicht abschrecken. Es ist manchmal, es ist alles sehr zahlenlastig und nicht sehr transparent, leider. Interessant ist zum Beispiel auch ein Vergleich zwischen INDIBA und der Commerzbank, weil die INDIBA ist ja wirklich auf das Privatkundengeschäft komplett fokussiert. Zumindest INDIBA Deutschland, die Mutter nicht ganz so, aber INDIBA Deutschland ist das Geschäftsmodell ja tatsächlich Privatkunden. Die machen keinen Eigenhandel, die machen keine Investmentsachen, die verpacken keine Kredite und also alle diese dreckigen Geschäfte, die andere Banken gemacht haben und machen, macht INDIBA zum Beispiel nicht. Die haben dann sehr fokussiertes Geschäftsmodell. Okay, von den Gewinn- und Verlustrechnungen kann man auch das Geschäftsmodell in Teilen ablesen. Okay, dann, ich bedanke mich, dass ihr mit dabei wart und hoffe, habt jetzt ein bisschen klaren Blick darüber, wie sich so eure Hausbank finanziert, wer ihre Haupteinnahmequellen sind. Das sind tatsächlich die Zinsgeschäfte. Ich gucke gerade mal auf dem Spickzettel, auf meinen Plan, was wir morgen machen. Am Morgen wollte ich mit euch über Versicherungen sprechen. Genau. Über Versicherungen. Seid gespannt. Ich habe ein paar interessante Infos für euch. Okay, weil Versicherungen haben wir ja irgendwie alle, ne? Ob Lebensversicherung oder Hausratversicherung oder so. Okay? Also, würde mich freuen, wenn wir uns morgen sehen. Und wenn nicht, nächste Woche, es geht noch den ganzen Januar lang bei mir hier auf eine Tasse Tee mit der Geldfrau. Könnt euch ja auch mal eine noch dazu stellen, wenn nicht sogar ihr schon eine habt. Ups, reingeflogen. Wenn ihr noch mehr von mir lesen wollt, geht auf meine Website geldfrau.de, da schreibe ich vieles. Ich bin auch ab und zu im Fernsehen beim NDR, NDR mein Nachmittag, könnt ihr auch mal googeln. Also, macht euch finanzschlau. Wir sehen uns morgen wieder. Ciao, ciao.